Die verheerenden Unwetter in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatten dramatische Folgen. Viele Menschen wollen den Betroffenen deshalb helfen. Darunter auch Promis wie Ex-Prince Charming-Kandidat Lars Töns Feuerborn. In seiner Instagram-Story erklärt er, wie man jetzt am besten helfen kann. Er fuhr in eines der betroffenen Gebiete und half bei den Aufräumarbeiten. Man weiß wirklich nicht, was man sagen soll. Und ganz ehrlich, man kann eigentlich nur dazu aufrufen, spendet. Und wenn ihr nur irgendwie Zeit habt, ne, bewegt euren Arsch hier hin und helft den Leuten. Sachspenden seien zwar gut, doch die meisten Regionen haben dafür derzeit keine Kapazitäten mehr. Nicht zuletzt, weil die Annahme und Verwaltung der Mittel viele Arbeitskräfte erfordert, die derzeit woanders benötigt werden. Wer vor Ort helfen möchte, sollte das jedoch unbedingt organisiert tun. Informiert euch vorher, wo genau Hilfe benötigt wird. Wenn ihr mit dem Auto anreist, achtet darauf, möglichst weit außerhalb zu parken. Ansonsten blockiert man möglicherweise Straßen, sodass Einsatzfahrzeuge diese nicht mehr passieren können. Wer nicht vor Ort helfen kann, kann auch mit Geldspenden unterstützen. Seriöse Spendenaufrufe gibt es zum Beispiel bei Caritas International, Aktion Deutschland hilft und beim Deutschen Roten Kreuz.